Happy birthday to us. Happy birthday to us. Happy birthday, Fridays for Future. Happy birthday to us. Ich glaube nicht, dass es vor einem Jahr irgendwen gab, der gedacht hat, dass wir immer noch hier stehen. Grüße gehen raus an alle Menschen, die damals gesagt haben, es sei unmöglich. Fickt euch. Okay. Frau Lehmann, wie gehen Sie mit der aktuellen Lage eigentlich um? Oh, Scheiße. Corona. So, ich wach morgens auf und denke mir, shit, die ganzen Leute, die haben alle nichts zu tun. Die wenden sich uns ab. FFF ist so mein Leben. Wenn FFF irgendwie nicht mehr weitergehen würde, dann wüsste ich halt auch nicht mehr irgendwie, was ich mit mir anfangen soll. Und gerade bei so Perspektiven, wie dass unser Großstreik abgesagt werden könnte, da kann ich einfach nicht mehr. Weil ich habe das Gefühl, wir haben so lange gekämpft, wir haben so viel gemacht, wir laufen uns gerade alle wieder so aus. Wir waren also ein bisschen Corona-Depression-mäßig unterwegs. Wir haben so die geilsten Ideen, wir müssen jetzt irgendwie loslegen, so Schilder malen, wir wollen einen Livestream machen. Okay, Leute, malt ein Schild. Tschüss, wie viele sind das? Halleluja! Holy moly. Hashtag heißt dann Fight Every Crisis. Richtig. Okay. 4, 3, 2, 1. Und ihr seid wieder da. Ihr könnt mich sehen, ihr könnt mich hören. Ich freue mich, dass ihr alle dabei seid. Clueso wird heute hier da sein, wird seine neue Single vorstellen. Lena Meyer-Landrut ist hier, Eckart von Hirschhausen, Mowgli, Bosse. Also es sind eine ganze Menge Leute, die diese Aktion heute hier unterstützen. Und die gute Nachricht ist, wir sind jetzt schon über 19.000 Zuschauer. Das heißt, wir sind die größte Online-Demo aller Zeiten. Und ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt mal gemeinsam mit Lina ein Stück näher ran an die Schilder und können auch schon die ersten sehen, was ihr eingesendet habt, die jetzt hier auf dem Platz liegen und die hier wahrscheinlich noch bis 16 Uhr ausgebreitet werden.